ist das? Was ist was? Ich kann hier hinten gar nichts sehen. Eine bewaffnete Kreatur mit Flügeln. Sieht fast aus wie eine Walküre. Eine Walküre? Hier in Muspelheim? Unmöglich. Und doch steht sie hier. Mach dich bereit. Ich weiß, ich war ein Weilchen auf einem Berg. Aber seit wann bleiben die Toten denn nicht mehr tot? Etwas Wiederbelebung unter Freunden ist eins, ich beschwere mich nicht. Aber ganz Hel scheint nach Midgard zu schlendern. Laut Freya ist das Gleichgewicht gestört. Es wurde an Kräften herumgepfuscht. Oh, das ist offensichtlich. Und Odin ist der König der Pfuscher. Ich will mir nicht ausdenken, was er getan hat. Vielleicht etwas mit den Walküren. Das wäre fürwahr ein gefährliches Spiel. Wow! Also gut, wie geht's?
mit Stolz, Kriegskerl. Wieder ordentlich rumhacken. Das sollte die Schlimmerei meines Bruders beheben.
Viel Glück! Und was hast du da draußen entdeckt? Wo waren wir bei dem anderen Thema? Thank you.
waren diese beiden Männer bei Baldur? Sind das wirklich Thors Söhne? Ja, Magni und Odi. Zwei größere Hohlköpfe werdet ihr in den Hallen von Asgard kaum finden. Die machen alles, was ihr Onkel ihnen aufträgt. Sie sind Narren. Naja, gefährliche Narren, um genau zu sein. Wenn sie zusammenarbeiten, sind sie unschlagbar. Aber sie gönnen sich gegenseitig nichts. Furchtbar stark, schon als Kinder. Ich weiß noch, als der Raufbold Hrungir Thor angegriffen hat. Ein andermal, Kopf. Och. Ah!
bereit. Was glaubst du, Mimir? Was will Baldur von uns? Sehen wir uns mal an, was wir wissen. Baldur ist Odins bester Fährtensucher, zweifellos. Wenn er euch sucht, solltet ihr die Möglichkeit erwägen, dass Odin euch sucht. Und was Odin will, davon kann ich dir ein Liedchen singen. Was könnten wir haben, was Odin nicht hat? Er ist doch König der Götter. Der Asen, ja. Aber sein Einfluss ist nicht unbegrenzt. Und was er nicht erreichen kann, da will er unbedingt hin. Jedenfalls hat er mich dafür über die Jahre genug gefoltert. Wow! Hey Brock, wir haben etwas gefunden. Habt ihr das? Na, da bin ich jetzt ganz Ohr. Ein andermal vielleicht. Wie ich sehe, seid ihr Springern in die Quere geraten. Oder die Springer sind vielmehr euch in die Quere geraten. Wer sind die? Was wollen die? Was weiß ich? Junge, stellst du viele Fragen? Gerne, hab geöffnet. Es ist ohnehin wieder Zeit für eine Pause. Erzähle ich Unsinn. Baldur wollte durch uns den Weg nach Jötunheim finden. Aber das war, bevor wir überhaupt wussten, dass wir nach Jötunheim müssen. Das ist verrückt. Abgesehen davon, dass ihr unterwegs nach Jötunheim seid. Also hatte er recht. Jetzt bin ich verwirrt.
Dann hast du jedenfalls zugehört. Jetzt halte meine Lippen an das Horn. Errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Sie erinnert sich. Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen. F.I.O. von Gurt. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, ihr wärt Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Hey, seht mal! Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Thank you.
Jetzt kann ich es lesen. Aber es ist ein Name. Er! Wow, der Name hat sie entfacht. So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. Zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Dann mal los! Achtung! Feuer hinter dir! Ich bin bereit! Ich muss euch um etwas bitten. Nur ein kleiner Gefallen. Erinnert ihr euch an diesen Dolch? Der Dolch, der im Rücken des Häschers steckte? Umgebracht von seinem Sohn? Ja, den habe ich nicht vergessen. Also, seine Spur führt zu Häschern, die von der Northree-Festung aus operieren. Ich wette, dorthin brachten sie ihre Beute aus Fafnirs Lagerraum. Zusammen mit dem Wetzstein. Mit dem ich euch helfen könnte. Noch eine Schatzsuche. Sinnlos. Nicht wenn Sindri uns mit dem Wetzstein wirklich bessere Ausrüstung machen kann. Und der Sohn des Häschers. Er hat seinen Vater ermordet. Also was führt euch zu mir, Freunde?
Na schön. Komm einfach wieder, wenn du etwas brauchst. Ha! Wo sind wir hier? Kann das sein? Die 8 Throne? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Mimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele Dinge. Na, was immer das hier ist, es sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Thank you.
Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Zum Meister. Rudere bis zu den Statuen der Ruderer. Dann zwischen ihnen durch. Wir sollten weitersuchen. Aha! Hab mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Genau der! Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. Nein! Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Angekettet. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr?